Moin Leute, heute war es ja wieder soweit gewesen, eine neue Folge WandaVision, nämlich die vierte, ist auf Disney Plus gestartet. Ich habe es mir natürlich auch wieder angeguckt und ja, dazu gibt es natürlich Spoiler-Alarm, vorausgesetzt natürlich wieder, dass Erklärungen, eine kleine Analyse und wie geht's weiter an Folge 5, weil ich glaube ganz ehrlich, das war schon eine ganz gute Erklärfolge, da muss man nicht so viel interpretieren. Ich würde sagen, wie startet man die Video? Ich bin Dennis, das ist eine neue Folge Nerdschule und vergesst nicht zu abonnieren, wenn du Bock hast auf weitere Analysen, Ende erklärt und natürlich andere Sachen im Film- und Serienbereich, natürlich die ganzen Marvel-Serien und Marvel-Filme. Ich würde sagen, Leute, los geht's! Mann, Leute, was war das denn für eine Folge gewesen? Die Folge 4, wir unterbrechen das Programm. Ohne Scheiß, ich fand diese Folge sehr gut, auf jeden Fall abseits von Westview, muss man ja mal sagen. Und ganz ehrlich, wenn du noch nicht diese Serie mochtest, weil ich habe ja gehört, ab und zu mal mochten sie dieses Sitcom-Feeling nicht, wirst du, glaube ich, diese jetzt mögen. Also, ich muss sagen, ganz ehrlich sagen, ich fand die ersten drei Folgen ja auch nicht schlecht, das habe ich in meinem letzten Video auch gesagt, da habe ich auch einige Analysen und Theorien aufgestellt, wie es weitergehen könnte, was es natürlich in den dritten drei Folgen da passiert ist. Könnt ihr gerne mal reinschauen, hier ist nochmal der Infoboard. Ich bin sehr gehypt, ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht. Ich glaube auch, ganz ehrlich, dieses Budget von 240 Millionen US-Dollar, was ich so ein bisschen gelesen hatte, kommt da langsam auch so hin. Da werden wir, glaube ich, noch einiges sehen, was da so passieren wird. Jeder wird jetzt, glaube ich, diese Serie mögen, hoffe ich mal. Also das MCU ist zurück und hat auch einiges. Und die Macher, also Drehbuchautoren, dieses achtköpfige Team, und den Showrunner, haben wirklich viel gerissen und haben wirklich einiges richtig Geiles da umgesetzt. Weil dieses Unscheinbare ist so ein bisschen jetzt eine Mystery-Serie von diesem Sitcom-Klamauk, so Mystery-mäßig, was passiert denn da? Viele Referenzen haben sie jetzt natürlich in dieser Folge sehr gut erklärt. So, schon wenn ich mal anfange, ich werde jetzt natürlich kein komplettes Analyse- oder halt Erklärvideo machen, weil es bringt nichts. Diese Folge hat ja so viel erklärt und meiner Meinung nach sind da gar nicht so viele Referenzen oder Easter Eggs drin in dieser Folge, weil man hat sich einfach nur auf diese Folge konzentriert, dass man einfach erstmal alles erklärt. Also diese drei Folgen sind da als Nebengeschehen. Wir sehen natürlich alte Bekannte, da komme ich gleich zu, aber wir beginnen jetzt einfach mal. So, wir sehen zuerst Monica Rambeau, die sich von diesem aufgelösten Zustand zu einem normalen Körper wieder entwickelt. Wir sehen nämlich alle wachen nach dem Blip auf. Sprich, wo Hulk ja schnipst zum ersten Mal in Endgame, kommen sie alle zurück. Also ein Chaos ohne Ende, das hat man ja auch gar nicht so gesehen. Und da gab es natürlich nette Details, wie das halt vor 3 Jahren ihre Mutter, nämlich Maria Rambeau, gestorben ist. Und sie eigentlich das Vermächtnis S.W.O.R.D. hinterlassen hat. Sie selber war ja eine S.W.O.R.D.-Agentin und sie hat auch S.W.O.R.D. gegründet, das lernt man auf jeden Fall kennen. Und was überhaupt S.W.O.R.D. ist, die Zentrale sieht man auf jeden Fall. Und ich fand das eigentlich gar nicht schlecht, so dass man nochmal kurz was über diesen Blip gehört hat, den man ja eigentlich erst zum ersten Mal in Spider-Man Far From Home gehört hatte. Was denn so passiert ist, also was natürlich gekommen ist. Und Monica hat natürlich keinen Plan und wird dann halt zu Westview hingeschickt. Da sollte sie nämlich an einen FBI-Agenten nämlich helfen. Das ist nämlich Jimmy Woo, den man ja schon das Radio gehört hatte. Hier aber Achtung, er ist kein S.W.O.R.D.-Agent. Monica Rambeau ist ein S.W.O.R.D.-Agent, was auch schon bestätigt war. Er ist ein FBI-Agent. Die beiden stehen dann halt vor Westview, vor diesem Schild und lernen dann halt so zwei Sheriffs kennen, die gesagt haben, Westview gibt es eigentlich gar nicht als Stadt. Klar steht sie da, wir sehen sie, aber sie kommen aus Eastview. Also weiß man nicht so ganz genau, ob die, sagen wir mal, ein bisschen kontrolliert worden sind, die Sheriffs, ob Westview wirklich da noch nie gestanden hat, ob das einfach eine Einbildung ist, vielleicht durch Wander. Man hat aber gehört, dass auf jeden Fall die Polizisten, also die Sheriffs, zurückgefahren sind. Ich habe erst gedacht, vielleicht fahren sie woanders hin, aber man hat ja auch ein Westview-Schild gesehen. Macht ja irgendwie keinen Sinn. Vielleicht haben sie es vergessen oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall sehen wir auf jeden Fall nette Details. Ein Easter Egg anzumerken ist natürlich die Drohne, die da reinfliegt, ist der Helikopter mit diesen Iron Man Farben und dem S.W.O.R.D. Logo, den wir in der zweiten Folge gesehen haben. Wir lernen natürlich noch andere Sachen kennen und auf jeden Fall wichtig ist noch zu sagen, dass Monica in dieses Kraftfeld hineingeht, was so natürlich später nochmal erklärt wird und das so ein bisschen aussieht wie so eine Oberfläche von einem alten Röhrenfernseher, meiner Meinung nach. Hat aber auch eine andere Bedeutung noch später.
Ja, das war dann schon mal ein krasser Twist, dass die Leute da hineingezogen werden. Ja, und dann kommen wir nachher noch weiter. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht so viel jetzt darüber im heißen Brei labern. Auch wir sehen nachher natürlich, dass da Sword ein ganzes Camp baut, weil sie werden auch Wissenschaftler einladen, darunter auch natürlich Darcy Lewis, die man ja aus Thor kennt, die natürlich dann halt den wegweisenden Hinweis gibt, dass es sich um CMBR-Strahlen handelt. So auf der, also die gibt es ja wirklich, die basieren auf dem Urknall und ganz anzumerken, was da so abgeht. Also ist da eine andere Kraft im Gange oder ist es vielleicht Wanda? Ne? Kommt später noch. Also, das schon mal, um nochmal anzumerken, eigentlich ging es ja nur rum, dass da ein Zeugenschutzprogramm läuft. Die Leute sind alle verschwunden, auf den Schildern stehen sogar die Population, wie viele Leute da drin wohnen, aber man sieht ja nichts. Schon eine bis dahin gute Folge, gehypte Folge, Mystery-mäßig. Und ich kann einfach nur sagen, Marcy hat dann diese Strahlen rausgefunden und macht über einen Röhrenfernseher, kann sie das Programm, was in WandaVision so gesehen im Westview stattfindet, was wir in den ersten drei Folgen gesehen haben, kann sie auf einen Röhrenfernseher darstellen und dann kommt es alles zueinander. Wir sehen alle Sachen, was in den drei Folgen stattgefunden hat, sehen wir auf diesem Fernseher und dann kommt es nämlich. So gesehen zum Ende, was wir auch gesehen haben, diese Diskussion zwischen Geraldine und Wanda eskaliert. Es gibt einen Cut, das zum ersten Mal sehen wir, es ist eigentlich wie eine Truman Show, dass Wanda oder eine andere Kraft da einen Cut gesetzt hat. Wir sehen natürlich das, was natürlich Wanda und nur halt Geraldine aka Monica Rambeau gesehen haben. Sprich, sie nimmt ihre ganzen Kräfte, die wir normal kennen von Scarlet Witch, also sie erinnert sich wahrscheinlich, und befördert halt Geraldine raus aus Westview. Und diese Klamotten, die sie auch anhat, also sehen wir auch bei diesen, wir dachten, das wäre Herrn Bienenmann, das wäre vielleicht Swarm, es ist einfach nur ein normaler Sword-Agent gewesen, der da reinkommt und so Fliegen um ihn rumschwören. Der hat aber dann eigentlich so ein Rettungsseil an sich dran, eine Rückholleine, die so ein Springseil nachher hat. Also ihr merkt schon, was alles rauskommt aus Westview, bleibt auch so in diesen Klamotten. Da wäre nachher noch eine ganz geile Theorie. Und ihr merkt auf jeden Fall, das ist schon ziemlich crazy gemacht und auch vieles wird gut erklärt. Und dann kommt der Obertwist. Wir sehen Vision, wie er tot ist, aber er lebt. Er spricht zu Wanda, weil diese ganze heile Welt zerbricht. Natürlich kommt jetzt die Vermutung, weil auch natürlich dann halt Monica Rambeau sagt, Wanda ist schuld. Also Wanda hat das alles erschaffen. Wie kann denn halt Vision überleben? Was ist da stattgefunden? Ist da eine höhere Macht imstande, dieses Kraftfeld aufgebaut zu haben? Oder war es Wanda? Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich die Kräfte von Wanda dadurch genommen werden. Also die werden auf jeden Fall wahrscheinlich benutzt. Und die Leute, die da drinnen wohnen, wir sehen natürlich auch so ein paar Bilder an so einer Pinnwand von Sword. Aber ein Punkt anzumerken ist, wir sehen keine Infos zu Agnes, zu Dottie. Und was ist mit Ralph? So, Leute, da habt ihr vielleicht gemerkt, könnte Ralph, was ich ja schon in meiner anderen Analyse gesagt hatte, Mephisto sein? Weil wenn man das so ein bisschen nimmt, und man nimmt ja natürlich die Comics, worauf sie ja basieren, House of M, es ist ja eine alternative Realität jetzt so ein bisschen stattgefunden in diesem Westview-Dorf, in dieser Stadt. Und wir nehmen natürlich Vision in dieser Nachbarstadt, dieses Comic. Aber ganz wichtig finde ich auch zum Beispiel Infinity Gauntlet. Wenn man so die paar Sachen basiert, ist also diese Infinity Saga im MCU basiert ja auf dieser Infinity Saga. Und ich habe das ja auch schon mal gesagt im letzten Video, Mephisto ist ja auch im Infinity Gauntlet aufgetreten. Und einige Figuren sind hier auch in dieser Infinity Saga passiert. So, kann es dann sein, dass Mephisto natürlich jetzt hier auch auftretet? Weil ich das ja auch, wie gesagt, das könnt ihr gerne angucken, was ich dazu gesagt habe, werde ich jetzt nicht hier sagen. Dass er der Bösewicht, dass er Ralph ist, weil sie bei einem Steckbrief sehr komisch gucken. Was ist mit Agnes? Ist sie Agatha Harkness? Das ist nämlich vielleicht sehr wichtig. Es gibt nämlich jetzt ein Promomaterial, was ich gerade noch gesichtet hatte, bevor ich dieses Video mache. Da sehen wir nämlich, wie Vision ohne Scheiß aus diesem Kraftfeld herausgeht. Und dann ist wahrscheinlich die Vermutung da, was alles hier rausgeht, in diesem Schein, wie er aussieht, geht auch raus aus Westview und bleibt auch so. Und Vision ist wieder da. Aber irgendwie wahrscheinlich macht er das alles kaputt, dieses Kraftfeld. Und
die sind wahrscheinlich alle erstarrt und er kann dann Agnes halt wiederbeleben. Wow, das ist wirklich, also das Promo-Ding, das war schon cool. Und ich glaube auch die Vermutung da, dass da eine höhere Kraft hintersteckt, dass Wanda vielleicht gefangen gehalten wird, weil man sieht in diesem Promo-Teil, wie sie nach hinten geht und so irgendwie um sich was herum ist. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt direkt in dieser vierten Folge passiert ist, dass sie wahrscheinlich danach, wo es vielleicht eskaliert in der fünften Folge, so ein bisschen gefangen genommen wird. Noch mehr durchdreht, weil wo schon abgehauen ist, weil sie wollen ja kämpfen für ihr Zuhause. Das ist vielleicht meine Vermutung. Was sagt ihr denn dazu? Könnt ihr schon mal in die Kommentare schreiben? Ich glaube nicht, dass Wanda wirklich die Schuldige ist. Weil viele sagen, sie ist ein Bösewicht, sie hat das alles zerstört. Ich kann mir vorstellen, dass da immer noch Hydra dahinter steckt, weil die Werbung ja auch Sinn machen müssen. Und natürlich könnte es ja sein, dass Rolf Mephisto oder natürlich der Grim Reaper ist. So, das ist die Vermutung. Agnes vielleicht die Gute, die reingeschleust wurde von Dr. Strange, weil in den Comics ist sie ja nicht gut, oder ist sie doch böse? Oder ist Dottie eher die Böse? Also ihr wisst, sieht schon, das habe ich ja alles auch in meinem anderen Analysevideo gemacht, habe ich das ja auch ein bisschen erklärt. Das wird noch ein hartes Stück in der fünften Folge. Ich fand diese Folge 4 sehr gut gemacht. Sie hat auf jeden Fall Spielraum und dieses Promomaterial beweist nochmal mehr, wo die Reise hingeht, dass es wirklich sehr actionreich wird. Und ich glaube auch, dass sich Vision, was ich auch gesagt hatte, und Wanda noch eine Haare bekommen und dass es dann wirklich mega eskalieren wird. Und wenn es so ist, aus dieser Blase heraus, aus der Bubble, und die Kinder gehen heraus, dann ist auch Wiccan und Speed geboren. Also würde ich dann, richtig, weil sie dann rausgehen. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie es da weitergeht. Leute, ja, ich glaube, ich habe auch nichts mehr vergessen, was eigentlich so gesehen wichtig ist. Es war ja so ein bisschen Spoiler-Talk, bisschen Analyse und natürlich, wie es weitergeht. Wenn ihr Bock habt auf weitere so eine Sachen, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Was sagt ihr zu der Folge? Habt ihr sie gefeiert oder nicht? Gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam. Heavenly shades of night are calling. It's twilight time.